Guten Morgen, heute geht's nach Potsdam bei Anouk. War gestern auf einer Geburtstagsfeier eingeladen und ist heute auf einer Geburtstagsfeier eingeladen und vorgestern hatte sie selbst Geburtstag. Ja, so sehen unsere Wochenenden aus. Wir müssen dann immer unser Partygirl von einer Party zur nächsten chauffieren. Oh Mann, ey. Ich wünschte, die hätte schon einen Führerschein, dann könnte sie selber hinfahren, aber mit 8 Jahren ist das schwierig. Also fahren wir jetzt mal dahin und gucken mal, ob wir da was zu essen finden zum Frühstücken. Dann müssen wir da warten, dann müssen wir die dann wieder mitnehmen und dann gucken wir mal, was wir den Rest des Tages machen, bevor wir uns morgen wieder im Laden sehen. Also bis gleich im Auto. So schön. Du bist immer rotzig. Morgens, mittags, abends. Ich habe Parfum eingepackt. Schön. Parfum. Das Minions Parfum und das haben sie gefunden. Was sagt unser Partygirl dazu? Ich weiß nicht. Wozu denn überhaupt? Na, wohin denn jetzt überhaupt? Keine Ahnung. So der Party gehen die hin. Und wir haben gar kein Frühstück gegessen. Nee, naja, wir gehen ja jetzt Frühstück essen, glaube ich, auf dem Weg dahin. Müssen wir mal gucken. Mama hat gesagt, wir haben keine Zeit mehr, aber ich habe hier... Ja, in Sixties zu gehen haben wir ja keine Zeit. Aber können wir dann zum Bäcker? Nein. Man muss ja auch zum Bäcker gehen. Wir gucken mal, wo wir hingehen. Ich weiß ja überhaupt nicht, wann wir da sein müssen. Ich weiß ja noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo geht's denn hin? Sag mal, was machst du denn heute überhaupt? Weißt also, ich gehe klettern. Du gehst klettern? Weiß ich nicht, frage ich dich. Ich gehe klettern. Okay. Klettern und Sport. Naja, na denn. Ich mach mal eine Aufnahme mit der Kamera. Ja? Mal, wie das funktioniert. Zum anderen. So, endlich angekommen. Oh. Was bitte? Du musst jetzt auf Toilette. Aber nicht dringend. Ja, geh doch, hier ist Wald. Einfach rinschiffen. Echt hier die extra Wurst. Ja. Bist du Wurst? Nein. Extra Wurst? Nein. Also mit dem Salami-Sandwich ist ja alles gut und schön, aber ich hätte gerne extra Wurst. Nein. Check-in. Wo ist das Klo? Wow, es gibt sogar Eis. Wald, Kaffee, Biergarten, Kaffee, diverse Snacks, einen schönen Aufenthalt. Das Kletterpark-Team, wunderbar. Wir sind richtig. Vor den Stufen. Jetzt weiß ich zumindest, wo die Toiletten sind. Die ist so schön warm. Komm, Mama. Du musst essen. Das Essen kommt später. Wie später? Das müssen sie doch erstmal machen. Hotdogs. Wie lange dauert denn sowas? 6 Hotdogs. 6 Hotdogs. Ohne Chips. Komm, komm, ich bin fertig. Wir machen noch eine Hotdogs. Ich hab Schild. Ah, das ist eine Fähigkeit. Oh, wie süß. Mach nicht so eine Welle. Welle? Ja, die macht einen ganz schönen Otto immer los. Wo ist Papa? Wo ist Papa denn? Du mit deinem Papa. Hast du ihn nicht gefunden? Wieder auf die Jungs. Du bist eingeschlossen. Hallo. Nein. Bleibt ihr hier? Naja, nicht hier, denke ich. Nee. Mal spazieren oder so. Das sind keine echten Menschen. Ach, so ein Glück, wenn sie nur aus deinem.
Schönheit des Menschen in der Natur. Was guckst du da an? Die ganze Seite schön, Papa. Papi? Die ganze Seite ist schön? Ja, bleib hier. Was kommt an der Ente? Nee, letztes Mal hat das Boot mit. Das ist ein Kitzel. Die ganze Seite ist schön, sagt Blumen. Oh, müssen wir beim Chinesen nachher bestellen. Wasser, ne? Das ist ganz klar, das Wasser eigentlich. Ich kann raumen. Oh, eins! Ich glaube, hier ist das Enten zu Hause. Das Wasser ist ja richtig klar. Ne? Mama! Guck, mal die Blatt! Das Wasser sieht gerade eben nicht schön aus. Das sieht super sauber aus. Mama, siehst du nicht das? Überall. Mama, das sind keine Blätter, das ist völlig egal. Aber wenn das Wasser trübe ist, dann ist es nicht gesund. Sand. Ja, das ist wirklich sehr sauber. Hältst du sie ein bisschen auf? Hältst du sie auch ein bisschen? Matthias Sand! Nur unten ist ein bisschen Erde und Sand. Und wo soll man denn sonst den da? Nirgendwo dann. Wir haben eine Party. Was machst du denn hier? Tanzen doch, Papa, guck doch. Enten, hier ist ein Partybutton. Mama! Ui! Was ist denn nur? Hallöchen. Hallöchen. Das ist eine schöne Weide. Ja. Das ist wirklich schön. Großmutter Weide? Ja. Von Pocahontas? Das ist eine Weide. Sie kennen sie. Genau der gleiche Baum. Aber bloß, sie hat keine Stelle, wo man sich hinsetzen kann. Ja. Riech mal. Riecht die gut? Ja. Riech mal. Da kannst du nicht rauflaufen. Ja, Papa, lass mal bleiben. Das sieht aber so aus. Ja, aber da kann man nicht rauflaufen. Meinst du, ob die Spaß haben und dann so wuhu? Ja, Wildmädchen. Wir sind heute in dem Park. Mann, hast du es gut da oben nur. Wieso? Papa? Du hast getragen? Ja. Das ist gut.
alle gut überstanden haben wir, auf alle Fälle. Dann sind wir auf dem Rückweg von der Party. Das war ein Kletterpark. Habt ihr ja gesehen. Macht bestimmt Spaß. Ja, das war mein Sonntag. Als Chauffeur für die Family. Nicht schlecht. Jetzt gibt es noch einen Gruselfilm, sagt Ganu. Keine Ahnung. Indiana Jones. Okay. Na, mal gucken. Ja, sehen wir uns morgen wieder. Erstmal Gruselfilm.